Was liegt eigentlich gerade in der modernen zivilen Luftfahrt so gut wie überall voll im Trend? Neben wenig Abstand zwischen den Sitzreihen, Wasser für 3 € und einer ganzen Menge Verspätung ist das vor allem eins, ganz genau, Triebwerksprobleme. So gut wie jedes moderne Flugzeug hat damit aktuell zu kämpfen und das sorgt für massive operationelle Einschränkungen. Und da verliert man tatsächlich recht schnell mal den Überblick und deswegen versuche ich da heute mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen zu diesem Video am heutigen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Tag. Und ganz oben auf der Liste, wenn es um dieses Thema geht, steht natürlich der Airbus A320neo. Diese New Engine Options sollen aus der richtig guten Basis jetzt auch ein wirklich gut brauchbares und in der heutigen Zeit wirklich gut funktionierendes modernes Flugzeug machen. Klingt auch ziemlich toll, hilft ja aber alles nichts, wenn die Triebwerke und damit das Herzstück des ganzen Projektes solche Probleme machen. Und das Schöne an der Geschichte mit dem A320neo ist ja, dass es da nicht von Anfang an irgendein kleines Problem gab, was man nun fast 3 Jahre nach der Erstauslieferung an Lufthansa vielleicht irgendwann mal in den Griff hätte bekommen können, sondern es gibt immer wieder neue Probleme. Die Geschichte hat eine ganze Menge Ecken und Kanten und mittlerweile ist man ohne Zweifel an einem Punkt angekommen, wo es sich der Triebwerks- und damit auch der Flugzeugbauer bei vielen Airlines wohl so richtig verscherzt hat. Eins kann man aber mittlerweile ziemlich sicher sagen, und zwar, dass der Triebwerkshersteller Pratt & Whitney mit der PW1000 oder auf Deutsch PW1000 Getriebefanreihe einen wirklich großen Schritt in Richtung Zukunft gegangen ist, einen wirklich großen Schritt in die richtige Richtung und wirklich eine neue und moderne Generation von Triebwerken auf den Markt gebracht hat. Wenn man nämlich nicht nur die Nachteile dieses Motors sehen möchte, sondern zwischen den ganzen Negativschlagzeilen ausnahmsweise auch mal auf die Vorteile eingeht, dann findet man da ein paar wirklich gute Punkte. Und zwar gibt es mittlerweile mehrere von den Fluggesellschaften, die das entsprechende Triebwerk aus dieser Reihe unter ihrem A320neo oder unter dem A220 hängen haben und damit tatsächlich 1-2% mehr Ersparnis einfliegen können, als ihnen mit den 15% im Vergleich zum vorherigen Triebwerk des A320 versprochen wurde. Und das ist ein wirklich guter Punkt, der ein enormes Einsparpotenzial beschreibt, wenn man sich vorstellt, dass es durchaus in Zukunft Fluggesellschaften geben wird, die mehrere hundert A320neo in ihrer Flotte betreiben. Und dazu noch ein weiterer eindrucksvoller Punkt, und zwar ist das PW1100G-Triebwerk, welches unter dem A320neo eingesetzt wird, tatsächlich nur noch gut halb so laut wie das CFM56-Triebwerk des klassischen A320. Und das ist schon wirklich kein Schreihals, außer vielleicht, wenn man es von der Take-Off-Leistung auf die Steigleistung zurücknimmt. Aber dafür, für das Geräusch, liebt man diesen Motor ja auch. Jo, das war dann aber auch genug Lob, wollen wir es mal damit nicht übertreiben und wenden uns lieber schnell dem Problem zu. Die gibt es ja nicht erst seit kurzem, sondern die erste Welle an Problemen, die sorgte ja schon dafür, dass der Erstkunde des A320neo wechselte. Und zwar wurde es nicht Qatar Airways, sondern Lufthansa. Und die Lufthansa war ja auch wahnsinnig stolz darauf. Ob die heute immer noch so stolz drauf sind, man weiß es nicht. Aber gut, auf jeden Fall wurde diese ganze Problematik, diese ganze erste Problemwelle unter dem Überbegriff, unter dem Stichwort Warmlaufen in den Medien bekannt gemacht und der A320neo sammelte damit gleich mal die erste Runde Spott ein. Ihr kennt das vielleicht vom Automotor, den sollte man im Idealfall auch warm laufen lassen. Und das bedeutet, wenn man schon mal einen Schritt weiter denken möchte, dass man nicht nur wartet, bis die entsprechende Wassertemperatur, die in den meisten Autos angezeigt wird, vorhanden ist oder an einem bestimmten Punkt angekommen ist, sondern es geht vor allem um das Öl, welches ja eine bestimmte Betriebstemperatur erreichen sollte. Aber wenn man dann noch einmal weiterdenkt, dann geht es vor allem darum, die unterschiedlichen Materialien im Motor auf ihre entsprechende Betriebstemperatur zu bringen und damit wirklich dafür zu sorgen, dass alle Teile im Motor vernünftig zusammenarbeiten können und alles als ganzes Paket richtig gut funktionieren kann und ohne dass es kaputt geht, auch die entsprechende Leistung abgerufen werden kann. Und in einem Motor gibt es natürlich unterschiedliche Materialien, die sich unterschiedlich schnell erhitzen. Und allein durch den Fakt, dass es unterschiedliche Materialien sind, dehnen sie sich auch unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark aus. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist ja aber vom Ding her ganz einfach. Ihr müsst einfach den Motor vernünftig warm fahren, bevor man ihn richtig benutzen kann. Und so ist das bei einem Triebwerk natürlich auch. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, worauf ich hinaus möchte. Die unterschiedlichen Materialien in einem Triebwerk, die kühlen sich nach der Benutzung unterschiedlich schnell wieder ab und ziehen sich dementsprechend unterschiedlich schnell wieder zusammen. Das Ganze nur andersrum, wenn das Triebwerk dann wieder benutzt werden soll.
Jetzt gibt es aber einen klitzekleinen Unterschied zwischen einem Mercedes 190er Diesel und einem ultra hochmodernen Flugzeugtriebwerk. Bei diesem ganzen Prozess kann es innerhalb den Triebwerken dazu kommen, dass an gewissen Teilen eine Unwucht entsteht und dass zwischen entsprechenden Teilen zu viel Spiel entstehen kann. Und das sorgt dafür, dass bei den ersten Modellen der PW1000-Reihe die Triebwerke manchmal bis zu 7 Minuten brauchten, von dem Moment, wo man sie anfing zu starten und bis sie dann uneingeschränkt nutzbar waren. Das ist ein halber Ryanair-Turnaround und deswegen für die Fluggesellschaft natürlich Müll. Und dann gab es ein paar Software-Updates. Einen Dämpfer innerhalb des Triebwerks, welcher die eben angesprochenen Punkte quasi vernachlässigbar macht. Der Ölkreislauf wurde verändert und es gab neue Einspritzdüsen. Alles zusammen soll dafür sorgen, dass die Neo-Triebwerke mittlerweile fast so schnell starten können wie die ehemaligen Triebwerke von CFM, die noch unter dem klassischen A320 zu finden sind. Nur einen Monat nach der Erstauslieferung machten weitere Probleme die Runde, die zwar Pratt & Whitney bekannt waren, man konnte sie aber trotzdem nicht beheben. Bei Fluggesellschaften wie zum Beispiel Indigo, die mit ihren A320 Neos in für Triebwerken etwas anstrengenden Bedingungen unterwegs sind, waren die Probleme so schwerwiegend, dass teilweise Dutzende A320 Neos dieser Fluggesellschaft am Boden bleiben mussten und die Triebwerke getauscht werden mussten. Dichtungsprobleme an manchen Triebwerken sorgten bei den jeweiligen Airbussen dafür, dass die Fluggesellschaft die Dinger direkt am Boden lassen musste oder mit den Fliegern nur auf gut 30.000 Fuß steigen durfte, was den Effizienzgewinn des A320 Neo minimierte. Die Haltbarkeit der Beschichtung der Brennkammer erwies sich bei manchen Triebwerken als mangelhaft, es gab Öldruckprobleme und bis heute gibt es ungelöste Probleme mit Vibrationen und das nach Dutzenden Triebwerksabschaltungen am Boden oder in der Luft. Airbus konnte über 100 Flugzeuge nicht rechtzeitig ausliefern bzw. musste sie einfach aufgrund der Probleme ohne Triebwerke am Boden stehen lassen. Hätte man sie doch ausgeliefert, dann hätte zum Beispiel die indische Luftfahrtbehörde die Flugzeuge eh am Boden gelassen. Die Auslieferungen verlaufen demnach eher schleppend und Probleme werden nicht so wahnsinnig schnell gelöst oder halt eben gar nicht. Lufthansa musste ihren A320 Neo knapp 13 Mal häufiger grounden als ihren klassischen A320 und das in 75% der Fälle aufgrund von Triebwerksproblemen. Und dazu kommt, man hat zum aktuellen Zeitpunkt auch nur 13 A320 Neo. Das nach fast 3 Jahren ist natürlich nicht mal annähernd das, was man bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich in der Flotte hätte haben sollen. Und auch der etwas konventioneller gebaute CFM-Antrieb für den A320 Neo macht mittlerweile Probleme, also beide Triebwerke machen Probleme. Bei dem CFM-Triebwerk sind das Systemfehler, die unter bestimmten Bedingungen wohl dafür sorgen, dass das Triebwerk nicht die geforderte Leistung liefern kann. Aber gut, das sind unterm Strich vielleicht auch einfach ein bisschen Kinderkrankheiten. Und dazu jetzt am Ende, um das Ganze nochmal schön zusammenzufassen, eine aussagekräftige Statistik aus dem Jahr 2017, die besagt, dass in dem Jahr gut 9% aller A320 Neo, die mit den CFM-Triebwerken ausgestattet sind, für mehr als eine Woche aufgrund von Triebwerksproblemen am Boden bleiben mussten. Bei den mit Pratt & Whitney Motoren ausgestatteten Flugzeugen sind es gut 46%. Das geht also auch anders. Und dazu gesellt sich beim Thema Triebwerksprobleme schon seit mehreren Monaten die Boeing 787. Übrigens vielleicht ein ganz interessanter Fakt für zwischendurch. Boeing baut aktuell an der 787. Boeing 787. Die ganze 787-Produktion bewegt sich dadurch jetzt in großen Schritten auf den 1000er Meilenstein zu. Das ging ziemlich schnell. Die entsprechende Maschine, die geht dann übrigens nach China. Und damit hat es übrigens nur gut 7 Jahre gedauert, bis man diesen Meilenstein, also die 787. Boeing 787, erreichen konnte. Bei der 747 hat das zum Beispiel 21 Jahre gedauert, bis man die 747. ausgeliefert hatte. Und bei der 767 hat es 17 Jahre gedauert. Bis zur 767. Aber gut, das nur so nebenbei, damit sollten wir das tägliche Nerdwissen für heute auch haben. Weiter geht's mit der 787. Die Probleme mit dem Trend 1000-Triebwerk des Dreamliners, zumindest die Probleme, um die wir uns jetzt kümmern, weil es gab Dutzende Probleme, auch schon direkt nach der Auslieferung. Warum haben die eigentlich alle so wahnsinnig viele Probleme? Also die Probleme, um die es heute geht, die traten zum ersten Mal im Jahr 2016 auf. Sie erreichten allerdings in diesem Jahr ihren Höhepunkt, da man bis zu 44 Dreamliner gleichzeitig am Boden hielt und bei vielen anderen Flugzeugen eine Reduzierung oder eine Einschränkung des ETOPS-Ratings von 330 Minuten auf 140 Minuten vorgenommen wurde. Bei Fluggesellschaften wie zum Beispiel Air New Zealand, die ihren Dreamliner über den Pazifik schicken, da ist das schon richtig unschön. Bei dem Trend 1000-Triebwerk fand man nämlich winzige Risse, die im schlimmsten Fall dafür sorgen können, dass sich während des Fluges Triebwerksschaufeln lösen. Das haben wir zuletzt bei Southwest Airlines gesehen, das kann richtig böse ausgehen. Rolls-Royce nahm allein in diesem Jahr dafür über 450 Millionen US-Dollar in die Hand, um das Problem zu lösen und besserte entsprechende Motoren mittlerweile nach. Aktuell werden noch verschiedenste Belastungstests durchgeführt, damit man das ETOPS-Rating in den nächsten Monaten, Jahren womöglich dann wieder auf 330 erhöhen kann.
Beim Einsatz der Boeing 787 ist das nämlich im Vergleich zum Airbus A350 ein ziemlich großer Nachteil. Die Probleme mit dem Trent 1000 Triebwerk zwingen jetzt allerdings auch das damit verwandte Trent 7000 Triebwerk, damit das einzige Triebwerk für den A330neo, in die Knie. Denn Rolls-Royce sollte eigentlich noch in diesem Jahr knapp 30 Motoren im Idealfall an Airbus liefern, damit die im Idealfall 15 A330neo schon mal ausliefern können bzw. überhaupt bauen können. Das verzögert sich allerdings und damit schränkt der zweite Triebwerkshersteller neben Pratt & Whitney die Möglichkeiten des europäischen Flugzeugherstellers extrem ein. Wahrscheinlich schafft Rolls-Royce bis zum Ende des Monats nur gut 10 Triebwerke für den A330neo zu liefern. Das ist deutlich zu wenig für das, was jetzt eigentlich an Auslieferungen kommen sollte. Die sich häufenden Triebwerksprobleme dürften damit die Stimmung beim Flugzeugbauer Airbus mittlerweile ganz ordentlich drücken, denn das Ziel von 800 Auslieferungen in diesem Jahr, das wird man höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen. Mit Flugzeugtriebwerken befindet man sich mittlerweile in einem so ultra hochentwickelten, hochempfindlichen Bereich, dass da keine einzige Störung mehr toleriert werden kann. Und das wurde in diesem Jahr ziemlich eindrucksvoll klargemacht, was auch für eine ziemlich interessante und für die Luftfahrt eigentlich ungewöhnliche Entwicklung sorgt. Denn der Effizienzgewinn, den zum Beispiel ein A320neo verspricht, und das sind ja wirklich große Schritte, der wird dadurch auf ein minimales runtergedrückt. Und das sorgt wiederum dafür, dass ältere, aber dafür bewährte Modelle wieder attraktiver werden. Wie gesagt, für die Luftfahrt eine eigentlich ungewöhnliche Entwicklung, die man hoffentlich bald schon wieder im Griff hat. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich auf eure Kommentare zu den Triebwerken. Und dann ja, sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Genießt euren Sonntag noch. Schaut gerne mal auf aeronewsgermany.de vorbei. Da haben viele von euch mittlerweile richtig gute Bilder hochgeladen. Das kann man sich richtig gut anschauen. Und dann ja, bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.